Ein Sommertag in Bayern. Genauer gesagt im Altmühltal. In Josef Brandls Altmühltal. Diese Landschaft ist nämlich nicht echt. Aber dafür, dass sie täuschend echt ausschaut, werkelt Josef Brandl täglich. Allein die Bäume sind schon eine Wissenschaft für sich. Was wird jetzt das für ein Bäumerl? Das wird ein Waldkiefer. Und wichtig ist halt das lockere Behängen. Man glaubt immer, man muss recht viel drucken und ziehen, das erst fest werden lassen, bis der Kleber angezogen hat. Dann braucht er ungefähr 5 Minuten, 3 bis 5 Minuten, dass er ein bisschen strenger wird, dass er schon anzieht. Und dann kann ich es schneiden. Weil wenn ich die Flecke zu klein mache, dann kann ich es von der Form her nicht mehr so hinbringen. Ja, da macht man ein paar Bäumerl und dann ist gleich ein halber Tag rum, gell? Genau so ist es. Das bin ich aber gewohnt. Manchmal weiß man nicht, was passiert ist am Tag. Naja, wenn man sich Josef Brandls Werk so anschaut, dann ist da schon einiges passiert. Aber das dauert. Wochen, Monate. Seit einem Jahr arbeitet er an dieser Anlage. Am Anfang hat er in rosa Bauschaum, mit dem man eigentlich Kellerwände isoliert, seine Landschaft modelliert. Danach hat er die Schienen im Airbrush-Verfahren künstlich rosten lassen und so weiter. Alles folgt einem genauestens ausgetüftelten Plan seines Kunden. Ja, da haben wir uns halt zusammengesessen und haben halt gesagt, was er gern hätte. Da war als Arbeitsthema war der Bahnhof Eichstätt. Und dann haben wir halt das so geplant. Ein Hauptbahnhof mit einer Paradestrecke. Und das ist halt natürlich schwierig, wenn man das jetzt genau nach Vorbild machen will, weil da findet man halt im Altmühltal nichts. Das ist klar. Und darum ist halt das Fantasieanlage. Aber mit Altmühltal-Wahrzeichen wie der Rosenburg und dem Rhein-Main-Donau-Kanal. Eigentlich hatte Josef Brandl eine Gärtnerei, aber die Eisenbahn, das war's halt. Vorhin hat es mir schon von Kindheit her, muss ich sagen, war unser Spielwarengeschäft hat eine Ausstellung immer Weihnachten gehabt im Schaufenster, also Schaufensteranlagen. Und da haben wir halt schon die Nasen platt gedrückt. Und dann habe ich mal so Probestückel gemacht und ist mir auch eigentlich gut gelungen. Und so hat sich das halt ergeben, da habe ich halt wie so viel, was ich angefangen habe, neu gesteigert. Peter Jobst, Ulrich Zimmermann und Josef Brandl. Eisenbahner unter sich, in einer Anlage, die sich wirklich sehen lassen kann. 16 Meter lang und fast 5 Meter breit. 400 Meter Schienen für extra lange Züge. Für Peter Jobst aus Nittenau ein Mammutwerk. Für Josef Brandl vor 30 Jahren eine der ersten Anlagen. Und es war nicht gerade eine leichte Geburt. Eines Tages bin ich in Ingolstadt gewesen, auf einer Modellbahnbörse. Und da hat mir einer erzählt von irgendeinem, der wo da Eisenbahn baut in Neustadt an der Donau. Ne? Das war ich. Das war er. Ne? Nur am selben Tag hat er sich ins Auto geguckt und ist mit mir da hergefahren auf Nittenau. Und hat sich meinen Plan angeschaut. Und dann hat er gesagt, die mich hat er gern bauen. Und dann haben wir uns eigentlich auch ganz schnell einig geworden. Und auch ganz schnell angefangen. Aber dann? Dann hat sich halt das so ergeben, ich habe andere Aufträge gehabt. Und dann ist halt das geschoben worden. Bis das fertig geworden ist, bis halt dann. Aber ist dann doch auch Hand in Hand gearbeitet worden, sage ich jetzt. Ja. Es hat halt seine Zeit gedauert. Eines Tages kriege ich einen Anruf, sagt er, du, da ist jetzt einer da aus England, der will unbedingt eine Anlage. 2 Jahre später hat er mich wieder angerufen, sagt er, da ist jetzt einer da aus der Wachau, der will auch eine Anlage, auch schon älter Mann. Der, glaube ich, war damals 68 oder was. Ja. Und so ist das weitergegangen. Das ist ja nicht, da haben ja dann noch 3 Männer gekommen. Ja. 10 Jahre hat Peter Jobst auf seine Anlage gewartet. Gelohnt hat es sich für ihn auf alle Fälle. Aber eine Engelsgeduld hat er schon auch aufbringen müssen. Und das war gar nicht so leicht. Auch wenn man immer sagt, Vorfreude ist die schönste Freude.
Josef Brandl mag nichts geschlampert machen. Mit Hingabe gestaltet er jedes noch so kleine Detail. Und das sieht man seinen Anlagen dann auch an. Die Häuser baut er nicht selber. Die stammen von Thomas Oswald. Aber das Ausgestalten ist Brandls Werk. Und das ist täuschend echt, sagen wir. Ich mag auch das nicht. Das ist wie echt und was, das geht nicht. Und gleiche mit den Kompromissen, wenn man da schaut, das ist eine Fantasieanlage, da wo alles zusammen komprimiert ist, das Ganze. Und, aber da halt wirklich, das ist halt, was heißt die Kunst, aber halt das, das glaubhaft rüberkommt, dass so sein könnte. In Modelleisenbahnerkreisen ist Brandl nachgerade legendär, obwohl er selber sowas gar nicht hören mag. Aber allein schon sein Wasser. Das Wasser, das hat halt viele Arbeitsgänge. Das geht an praktisch beim Festlegen vom Flusslauf, dann mit der Ufergestaltung und durch das, dass da eine gleichmäßige Wassertiefe ist und eigentlich keine Wasserpflanzen drin sind, wird nur durch das Streichen vom Untergrund die Tiefe dargestellt. Ein bisschen verläuft es nur selber. Und dann gehe ich noch mit dem Pinsel und mit dem Schwamm zum Tupfen durch, damit man ein bisschen vom Wind her die Unruhe in die Wellen merkt, an der Oberfläche. Mit dem Zug unterwegs ins oberpfälzische Kastel. Es ist die Eisenbahn von Ulrich Zimmermann, der sich, wie es ja so oft ist, mit dieser Anlage von Josef Brandl einen Kindheitstraum erfüllt hat. Durch Zufall, am Zeitungskiosk ist er durch ein Modelleisenbahnjournal auf Brandl gekommen. Das war 2010. Man denkt am Anfang in alle möglichen Richtungen. Und bis das dann so reift, das dauert dann schon 2-3 Jahre. Man sammelt immer wieder Ideen und Motive. Man denkt am Anfang, ich will vielleicht den Bahnhof darstellen im Original. Dann besorgt man sich Gleispläne von dem Bahnhof. Dann merkt man, das geht hinten und vorne nicht, weil der zu lang ist. Viel Zeit und etliche Ideen braucht so eine Anlage. Und das ist wahrlich kein Kinderspiel. 2013 war sie fertig. Etliche Male sind Josef Brandl und Ulrich Zimmermann durch die Oberpfalz gekurvt, haben sich Landschaften, Ortschaften, Bahnhöfe und Gebäude angeschaut. Wie das BayWa-Lagerhaus in Schmidtmühlen. Daraus ist dann dieses Lagerhaus entstanden. Man kann sich gar nicht satt sehen und entdeckt immer wieder Details, die Brandlschen Anlagen so besonders machen. Logisch, dass sowas dann so viel kostet wie ein Auto. Und zwar kein kleines. Mit seiner neuesten Eisenbahnlandschaft will Josef Brandl noch vor Weihnachten fertig werden und macht seiner Kundschaft damit sicher eine Riesenfreude. Und die nächsten Projekte staunen sich schon. Das war's halt. Die Erfahrung vom Alter, was man schon erarbeitet hat. Und so fit, wie man noch vor 10 Jahren war oder was. Das war's. Aber das ist halt nicht so. Und ich bin halt der Spätstarter. Der dann aber mit Volldampf vorausfährt und damit so vielen Menschen, besser gesagt Männern, eine Riesenfreude macht, weil er Kinderträume wahr werden lässt.